So, weiter geht's mit dem fünften Teil. Und in diesem fünften Teil möchte ich jetzt mal so ein bisschen zeigen, was wir noch alles machen können. Wir waren ja bisher bei einem relativ rudimentären Beispiel. Mit zuletzt nur diesem relativ spartanischen Aussehen. Also heißt drei Links, ein Header, ein Inhalt und einen Footer. Alles auch noch nicht besonders hübsch. Aber es würde funktionieren, wenn ihr euch das jetzt zum Beispiel auf eurem Handy angucken würdet, würde das alles schon relativ gut aussehen. Und ich möchte euch jetzt halt noch zeigen, was man an weiteren Elementen noch so mit einbauen kann. Also was auch noch interessant ist, sich dann anzuschauen. Und dafür habe ich nochmal die jQuery Mobile Seite aufgerufen. Und wenn wir dann so ein bisschen runterscrollen, ihr kennt das noch aus dem ersten Video, dann seht ihr da diese Codica-App. Und die ist ja nicht ganz nett, um zumindest mal so einen groben Überblick zu bekommen. Also wie gesagt, ich würde immer noch alles mein ganzes Zeug dann so selber zusammenbauen, aber warum soll man das Rad neu erfinden oder so viel tippen, wenn es hier so einen schönen Helfer gibt, der eben halt genauso toll ist wie der CSS3-Generator oder eben auch der Gradient-Generator für CSS. Also wenn man sich die Arbeit erleichtern kann, dann warum nicht? Und wie gesagt, ich finde, hier hat man so einen schönen Überblick. Wenn ihr oben auf All klickt, bekommt ihr hier so einen Großteil der Elemente angezeigt, die ihr benutzen könnt. Und ihr habt dann eben schon den entsprechend richtigen Text. Und ihr könnt euch hier dann das so ein bisschen auch in diesem Screen zurechtziehen. Könnt also zum Beispiel auch hier einen Footer euch hinziehen. Geben wir dem mal die Position fixed. Und wir sagen jetzt mal, machen wir mal eben das blaue Thema. Das gefällt mir insgesamt eigentlich ganz gut. So, auch hier das blaue Thema heißt, wir haben jetzt hier einen Header, einen Footer. Wir haben hier dann so einen Collapsible Content. Den habe ich hier also hergenommen und habe mir den so ein bisschen gestylt. Können wir nochmal eben zusammen machen. Ich lösche den mal eben. Ziehe also hier diesen Collapsible rein. Habe jetzt hier erstmal nur einen. Können also auch schon mal so weit wie möglich, wenn wir Lust haben, das Ganze beschreiben. Das heißt also, hier ist noch die Auswahl ist collapsed. Das heißt, ist der zu oder ist der geöffnet? Im Moment wäre er also nicht kollabiert, also geöffnet. Wir erstellen eine neue, weitere Sektion. Nennen das jetzt mal. Der soll auch geschlossen sein, also ist auch geöffnet. Und dann nehmen wir mal als allerletzten die 3 und der soll jetzt geöffnet sein. Also das heißt, die ersten beiden sind nicht aufgeklappt und der letzte ist collapsed, also der ist hier auf quasi. Ich habe mich gerade also vertan. So, jetzt wenn wir uns das jetzt angucken, seht ihr schon, ihr könnt die hier so durchklicken. Hier oben habt ihr diese Möglichkeit, den Test oder den Build-Modus zu aktivieren. Jetzt ist er mir irgendwie hier abgestürzt. So. Stelle ich das hier mal eben alles wieder so weit ein, wie ich es gerade hatte. So, dann haben wir hier also jetzt schon mal so einen Bereich für den Inhalt, hier können wir also sowas aufklappen, wäre vielleicht ganz nett, um da unter Umständen Module von Joomla unterzubringen. Und dann gucken wir hier, was haben wir an Toolbars, ist das. Und dann machen wir nochmal eine Navigationsbar rein, die packen wir mit in den Header. Icon Position Top. So, machen wir mal. Ihr seht schon, ich kann mir hier also schon so ein grobes Gerüst meiner Seite mal zusammenstellen. So könnte oder sollte sie später mal aussehen. Link, also wir können hier dann noch die Links vergeben, brauchen wir jetzt aber erstmal nicht. Thema Default.
Also in diesem Fall haben wir ja schon das blaue Thema standardmäßig vorgegeben. Als Transition, die können wir jetzt hier auch noch einstellen. Das heißt, wir können jetzt hier bei den einzelnen Links noch einstellen, wie eben der Turn auf die nächste Seite sein soll oder die Animation auf die nächste Seite. Das heißt, wir machen hier beim ersten dann einfach mal ein Flip, dann springt die so um. Wir könnten jetzt hier für jeden dieser Buttons dann diese Transition einbauen. Das heißt aber, ich würde dann empfehlen, dass wir bei allen eigentlich die gleiche nehmen. Also machen wir hier mal Flip. Aber ich meine, gut, muss man einfach auch mal ausprobieren. Wenn es euch gefällt, wenn das ganze Ding so wild hin und her wackelt, ist natürlich auch vollkommen in Ordnung, ne? So, hier haben wir dann nochmal so eine Control Group, wie wir die dann schon kennen. Wobei eigentlich die braucht man an der Stelle jetzt nicht. Da können wir jetzt drauf verzichten. Jetzt könnten wir hier halt zum Beispiel nochmal so eine horizontale Navigation einbauen, aber die wäre jetzt an dieser Stelle tatsächlich zu viel des Guten. Ja. Meinetwegen machen wir nochmal eine Überschrift rein. Müsst auch immer aufpassen, wo die hinzieht. Ihr seht schon, ich habe das gerade in den Content von der ausklappbaren Spalte hier reingezogen. Also hier noch eine Überschrift und danach machen wir dann einfach noch ein bisschen Content. Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich schon mal so ein ganz rudimentäres Template, ohne dass wir wirklich da was geschrieben haben müssten. Und das Coole dabei ist, einfach da oben auf Download HTML klicken. Dann gibt es hier unten so eine kleine ZIP-Datei. Die könnt ihr aufmachen. Und da ist jetzt schon alles mit dabei. Machen wir in die CSS-Datei drauf. Das heißt, hier können wir dann noch Eigenes eingeben. Aber ich würde sagen, von dem ganzen Gedöne benutze ich im Endeffekt eigentlich immer nur den HTML-Krams. Das heißt also von Home bis hier unten. Packen wir das mal in meine Datei hier rein, dann gucken wir uns das mal eben an. Jetzt habe ich schon wieder irgendwo was falsch gemacht. So, und dieser kleine Fehler hat tatsächlich daran gelegen, dass es hier schon wieder neue Anweisungen gab, beziehungsweise neue Sachen, die ich dann schon gar nicht mitbekomme und die auch so neu noch gar nicht da drin standen. Wenn ihr euch das Ganze von Codica runterladet, dann bekommt ihr da ja eine HTML-Datei. Und ihr seht in dieser HTML-Datei dann eben wieder die Aufrufe, in diesem Fall zu diesem jQuery Mobile 1.2.0 CSS. Dann hier die etwas ältere jQuery, also in diesem Fall nicht die, die wir genommen haben, die 1.8.2, sondern die 1.7.2. Und wir haben hier den Aufruf schon zu jQuery Mobile 1.2.0. Und wir haben hier bei uns noch 1.0.1 aufgerufen. So, und ich würde dann da präferieren, tatsächlich das auch dann genauso zu machen, wie euch die Codica-App das rausgibt, weil Fakt ist, diese App ist auf der jQuery Mobile-Seite eben drauf. Das heißt, wenn wir hier dann dieses HTML-Dokument runterladen und diese Links da drin sind, dann sollten wir uns darauf verlassen. In diesem Fall würde ich euch dann empfehlen, was halt Sinn macht, ist zum Beispiel hinzugehen, auf diese Datei zu klicken, sich hier drin alles zu markieren und sich dann eben auf dem Server selber diese entsprechenden JavaScript-Dateien anzulegen. Es gibt also hiervon dann nicht so ein schönes Download-Paket. Entweder macht das halt so oder ihr speichert den Link dann unter der JavaScript-Datei in eurem jeweiligen Ordner. Also hier bei uns wäre es dann hier der Ordner JavaScript. Und da speichern wir die dann rein. Das heißt, ihr speichert euch eben hier aus dem Quelltext eben entsprechend diese Dateien runter und referenziert dann natürlich an eurem Dokument dann halt auf den Ordner JavaScript und die entsprechende Datei. Das heißt, die würde ich mir tatsächlich dann trotzdem runterladen, weil jetzt seht ihr auch schon hier ist das ja so ein ASP.NET CDN. Man weiß ja aber nicht, bleibt diese Website jetzt wirklich die nächsten 125 Jahre genau unter dieser Form online oder wird darauf irgendwas auf dem Server geändert? In diesem Fall also kann ich nur noch mal wiederholen, holt euch die also tatsächlich vom Server runter.
Speichert das Ganze direkt mit in euren Template-Ordner oder in eurem Website-Ordner und so seid ihr da immer auf der sicheren Seite. Das heißt also, ihr habt es gerade gesehen, mit den anderen Angaben funktionierte diese Sache aus Codica nicht. Also würde ich das auch exakt dann so benutzen und dann sehe unser Grundgerüst jetzt schon einmal so aus. Wir haben also hier oben einen Header, wir haben hier diese Links und können jetzt natürlich dann auch beginnen, das Ganze dann noch nach unseren Wünschen anzupassen. Das heißt, wir haben hier die verschiedenen Inhalte und wir haben erstmal ein komplett funktionierendes Gerüst, auf dem wir dann aufbauen können. Und das ist, was ich halt eben ganz cool finde. Man kann mit dieser App sich zumindest erstmal was zusammenbauen und muss halt eben diesen ganzen Krams nicht schreiben. Und gegebenenfalls kann man hier nochmal ein bisschen was umstellen. Okay, ich sag mal, uns gefällt jetzt hier halt nicht, dass die Überschrift über der Navigationsbar ist. Das heißt, wir setzen die Überschrift mal drunter. Gucken uns das Ganze nochmal an. So, gefällt uns das jetzt besser. Und wir können natürlich jetzt hier dann auch noch ein Bild mit in den Header einbauen oder wir können hier in den Content noch ein Bild mit einbauen und haben jetzt hier ab dieser Stelle natürlich volle Verfügung über ein funktionierendes Grundgerüst. Und natürlich kann man da jetzt auch in dieser Codica-App die verschiedensten Sachen dann einstellen und halt, ihr habt ja gerade gesehen, es gibt da schon eine ganze Menge Elemente und wir haben auch hier dann jeweils immer schon das richtige Sieben übermittelt. Und ich finde das ehrlich persönlich ganz cool, weil das sieht echt ganz nett aus. Und wir haben hiermit relativ wenig Arbeit. Ich hoffe, ich habe euch damit schon ein bisschen nochmal wieder was zeigen können. Das ist natürlich so eine gute Sache, um sich so ein paar Ideen zu holen und zu gucken, wie man das Ganze am besten hinbekommt. Übrigens hier auch das, die Minimalbreite. Dünner wird es nicht mehr, also weniger kann man das nicht zusammenschieben. Und man hat jetzt wirklich so die Möglichkeit, sich dann aus der Codica-App so ein bisschen inspirieren zu lassen, die Sachen zusammenzuklicken, zu kopieren und kann dann eben darauf sein komplett eigenes Template aufbauen. So, das war's mit dem fünften Teil. Und nun möchte ich im sechsten Teil nochmal ganz gezielt darauf eingehen, wie man mit Fireworks oder auch mit Dreamweaver, die schon wirklich tolle Sachen für jQuery Mobile eingebunden haben, wie man diese beiden dann noch in seinem Workflow nutzen kann, um noch effektiver diese Apps zusammenzubauen. Und wenn wir das Ganze dann hinter uns gelassen haben, wird es im nächsten Tag, wird es dann noch in Richtung Joomla gehen und wir werden vorher auch noch ein eigenes Thema aufbauen. Das heißt, ich möchte euch dann nochmal eben kurz den kompletten Grundaufbau mit euch durchgehen, wie man dann halt noch ein Bild aufsetzt und das Ganze könnt ihr dann auch meinetwegen als Muster-Template runterladen, wie auch immer. Und zu guter Letzt, im letzten Teil gibt es dann noch den Übergang, wie machen wir, dass halt aus Joomla heraus unsere mobile Seite aufgerufen wird, die wir im gleichen Joomla-Backend dann so gegebenenfalls sogar mit eigenen Modulen und Navigationen bestücken können. Ich hoffe, ihr bleibt so lange mit dabei und wünsche euch dann erstmal einen schönen Tag. Ciao.